Das war gerade sehr. Oh, Feuerwehr, Alarm. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der FIFA 23 Torwartspielerkehre. Mein Name ist Jan vom Kanal Abgezockt. Und wir sind ja als Leihspieler von Union Berlin zum Hamburger Sportverein gewechselt und es läuft richtig rund. Das ganz klare Ziel ist der direkte Aufstieg und die Tabelle sagt, ja, das wollen wir schaffen und die Bestrebungen, die sind schon richtig gut. Die Kamera will nicht folgen, das hatten wir in der letzten Folge schon mal. Wir sind auch im DFB-Pokal noch drin. Dritte Runde, Union Berlin, mit denen haben wir in der letzten Saison zusammen den DFB-Pokal gewonnen. Die sind schon in der zweiten Runde rausgeflogen. Aber wir mit dem Hamburger Sportverein, wo wir alles ausgeliehen sind, wir sind noch drin. Und zwar gegen SV Werder Bremen. Das wird ein richtig, richtig großes Duell. Ein sogenanntes Derby. Ich frage mich wirklich, was es ist. Wieso will diese Kamera nicht mehr mir richtig folgen? Ne? Ich verstehe nicht. Aber egal. Das ist die Technik. Die ist natürlich hier hochkomplex im Studio. Und da gibt es manchmal Fehler. Manche Tage sind so, manche Tage sind so. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Hier bei Hamburg klappt es richtig gut. Ein Spiel gegen Kiel, bei denen läuft es noch nicht so wirklich gut. Haben wir jetzt noch. Das machen wir so wie die letzten Folge schon immer. Highlight-Modus, wisst ihr ja. Und dann DFB-Pokalspiel gegen SV Werder Bremen direkt danach. Das machen wir natürlich richtig. In der letzten Folge wurden wir auch das allererste Mal in den Deutschlandkader berufen. Das ist ja auch richtig genial. Das waren zwar leider nur internationale Testspiele, aber ja, ne, immerhin. Und das ist ein Tor und ein richtig, richtig guter Schuss. 1-0. Aber jawohl, zur nächsten Chance schon wieder das 1-1. Hamburg ist gut dabei. 2-1, jawohl, Spiel gedreht, so würde ich jetzt sehen. Und abgepfiffen sogar noch einen 3-1, weiterer Sieg. So kann man doch reinstarten in eine neue Folge Richtung, ja, Aufstieg. Und jetzt Richtung DFB-Pokal, weil wenn wir jetzt mit Hamburg aufsteigen, sieht ja schon mal, also es ist wirklich eine Tabelle, wenn man die Punkte anschaut. Sieht richtig gut aus, klar, Hamburg immer zweite Tabellen, Rückrunde und sowas, oh mein Gott, ja, aber es sieht richtig, richtig stark aus. Eine Saison wie sonst noch nie gefühlt, ja. Wenn wir, so wie Union, über den Pokal international gehen, ist das mit Hamburg natürlich auch möglich. Das Skillbaum-System habe ich abgeschafft, was ziemlich geil ist. Trotzdem verbessern wir uns schneller, als ich dachte. Wir sind jetzt auf einer 82. Hamburg weiter auf dem Weg zum Titel, ja. Vielleicht sogar zu 2. Es schneit in Bremen, das ist ein richtig interessantes Derby. Das ist die dritte Pokalrunde. Und wenn wir das geschafft haben, haben wir die Hälfte der Spiele geschafft. Dann kommen noch Viertelfinale, Halbfinale und womöglich eventuell Finale. Das war gerade sehr. Oh, Feuerwehr, Alarm. So, dann jetzt DFB-Pokal, auf geht's. Wir sind super in Form mit dem Hamburger Sportverein, aber man muss natürlich auch sagen, es ist halt Erstligist gegen Zweitligist, das ist halt immer noch tatsächlich so. Deswegen, eigentlich sind wir der Underdog, aber ich sehe mich gar nicht in so einer krassen Underdog-Rolle, muss ich gestehen. Also noch nicht, vielleicht kommt das ja noch. Und das ist eine gute Chance für Bremen und die erste Parade von mir. Ach, das ist so dumm, dass der dann nicht mehr springt. Das ist häufig in FIFA 23 so, dass man richtig, wenn so ein verdeckter Schuss kommt, dann sieht das so richtig so dumm aus. Aber der springt dann nicht mehr, obwohl man halt drückt, ne? Aber ja, und da in dem Fall hat er den wahrscheinlich auch nicht gesehen. Hätte vielleicht sogar abseits eigentlich sein können. Also quasi indirekt deswegen verdecken und so, aber keine Ahnung. Ist ja jetzt auch egal, die Führung. Ja, wir sind schon der heftige Underdog, aber das ändert nichts daran, dass ich meinen Job hier gut mache. Halbzeit 1-0. Ja, Bremen ist natürlich gut, aber das, was vor allem fehlt, ist halt die Hamburger Offensive. Die ist bis jetzt, ja, noch gar nicht existent. Ich glaube, die haben mal wieder Bock auf eine saftige Verlängerung oder ein Elfmeterschießen. 57% Ballbesitz hat der HSV.
Aber ja, nach vorne geht trotzdem nichts. Und das ist eine schöne Parade. Das muss ich festhalten. Das ist noch der große Schwachpunkt. Der Schwachpunkt, genau. Ey. Das ganze Spiel ist gerade ein Schwachpunkt. Und vor allem bei meiner Aussprache. Aber jetzt. Oh, der geht durch die Beine. Was ist denn da passiert? Ausgleich. Riesiger Patzer. Und um das nochmal zu Ende zu bringen, meine Fangstärke, ja, meine Fangsicherheit, die ist beim Torwart wirklich noch nicht gut. Das ist einige Male, dass ich irgendwie nachgreifen muss und sowas. Aber gut, das ist nicht ganz so schlimm. Macht es ja auch noch ein bisschen spannender. Und die nächste schöne Parade. Gut geflogen. Da hat keiner die Sicht verdeckt. Und dann funktioniert es natürlich auch. Oh, sehr offensiv. Interessant. Also haben wir irgendwie die Tore machen. Auswechsel. Nein, FIFA, nein. Einfach ein ganz fettes Nein. Wirklich. Was habe ich mir zu Schulden kommen lassen, dass ein Torwart ausgewechselt werden soll jetzt gleich? Irgendwie, eventuell. Und das nächste Mal den Ball diesmal sogar gefangen. Nein, jetzt gibt's Handelfmeter. Nein. Und jetzt werde ich wahrscheinlich zum Handelfmeter ausgewechselt. Das wäre es jetzt noch. Ah, ist eigentlich angelegt gewesen, ja. Du Scheißspiel, Alter. Unglaublich. Unglaublich ist das. Ich würde eigentlich den Rest natürlich simulieren, ist ja klar. Aber wegen Elfmeter will ich mir schon mal anschauen. Ah, oh. 4. Oh, es gab ein Elfmeterschießen und Hamburg ist weiter. Das will ich aber auch meinen. Also, klar. Ich weiß nicht, ob wir natürlich so weitergekommen wären, nicht weitergekommen wären, whatever. Also keine Ahnung. Aber was ich weiß, ist, dass ich froh bin, dass wir weiter sind. Aber das mit dem Aus. Nee, also das hat alles wieder weggenommen, so ein bisschen, ne? Wirklich. Und wäre es nicht der Torwartmodus, würde ich nicht sagen, würde ich sagen, ey, geil, dass der auch mal so wechselt, ohne dass die Spielerbewertung voll scheiße sein muss oder ohne mit der Ausdauer. Also die Ausdauer berechnet er ja tatsächlich gar nicht. Also die Ausdauer ist dem Wechselsystem komplett egal. Aber ich sag mal, immer mal wieder zu wechseln, finde ich voll gut. Aber beim Torwart macht es halt keinen Sinn. Und dann, dass es in solchen Spielen dann passiert, das ist halt einfach, das macht es kaputt. Das macht es einfach kaputt. Und die Trainerbewertung sowieso. Das System ist auch, Mann, meine Güte. Na gut, das ist jetzt das letzte FIFA. Das heißt, man kann sich immer nicht mehr über FIFA beschweren. Man muss sich nichts vornehmen. Das nächste Spiel von EA, die nächste Fußballsimulation nächstes Jahr, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich sehr viele Sachen von dem jetzigen übernehmen. Die werden natürlich nicht einfach alles neu machen, ist ja klar. Wenn die alles neu machen würden, dann wäre die verbuggte Torwartkamera auch nicht wieder mit ins neue Spiel reingekommen, ne? Ist klar. Vorletztes Spiel der Hinrunde. Wir haben noch nicht verloren. Gegentore 10, das ist Liga-Bestwert. Und Hertha ist nirgendwo in der Nähe der Aufstiegsränge da jetzt gerade zu sehen. Das finde ich auch ganz gut. Ah ja, guck mal. Ah, was? Ich habe einmal das Gehalt nicht neu gefordert und das nächste Mal fordern ist bei 84 und bringt dann trotzdem nur 10.000. Ah. Das muss doch nicht sein. Aber gut, erstmal Sieg im Turnierspiel. Da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall Team loben. Und wir haben richtig viel Kohle. So langsam, weil wir ein paar Werbespots ja auch schon gemacht haben, da können wir jetzt dann doch mal ein bisschen Geld ausgeben. Sind wir ja doch ein bisschen mehr ins Business nebenher auch mit eingestiegen. Sonst hätten wir ja wirklich die Kohle gar nicht, weil wir verdienen wirklich nicht viel. Busfahrtsponsor, ja, können wir mal fürs Team was raus, dann auf jeden Fall. PR-Kau, nee, da sehe ich mich überhaupt nicht. Also richtig schöne Musikanlage, so ein bisschen was Eigenes, so, ne? Nee, so Fußpflege, so ein Schrott, nee. Kinozimmer, ja klar, immer her damit. Trainingsausrüstung für 60.000 Euro stiften, aber gut, hauen wir mal einen raus, ja, können wir auch mal was Gutes tun. Und eine Sache, genau, den Swimmingpool, den will ich aufbauen, weil ich liebe Schwimmen privat, ich liebe es, ja. Und aus dem Grund
haben wir da jetzt auch nochmal 86.600 raus. Wenn man das Ganze, was man sich immer so kauft, so quasi in einer Übersicht mal so quasi von seinem Haus, so wie sich das erweitert oder so sehen würde, dann wäre es tatsächlich auch nochmal cool. So, ja, auch schon nicht schlecht. Na gut, vorletztes Spiel in der Hinrunde gegen Arminia Bielefeld. Die haben zwar echt, ja, weniger Punkte, aber die sind trotzdem auf Platz 5, ja. Also Bayern Monk leuchtet einfach. Das ist einfach eine krasse Saison, ja, eine der besten Saisons wahrscheinlich, die in der Clubgeschichte spielen. Ja, nur zweite Bundesliga, aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal so einen guten Zweitligisten gab. Und das ist eine richtig gute Chance und das ist leider ein verdientes Tor dementsprechend. Ja, wir haben noch keine Niederlage, aber jetzt gegen Bielefeld könnte es... Oh, wenn die jetzt nicht das richtig verkackt hätten. Aber es ist trotzdem noch eine gute Chance. Und Hamburg macht aber Tore, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit machen sie die. Aber auch der Alter, das ist ja alles Freitag. Oh, aber da ist doch noch einer. Und die passen halt wirklich nicht so gut. Und abgepfiffen und ein 1-1. Wir gewinnen halt nicht alles. Unentschieden haben wir wirklich schon einige gesammelt, aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Also Hamburg steht da oben wie eine 1. Auf der 1. 17. Spieltag, es steht schon fest, wir sind Herbstmeister. Das ist schon mal der erste Schritt Richtung Bundesliga und da schauen wir gleich auch mal drauf, wie es da ausschaut. Also einmal mit Union Berlin natürlich, auch europäisch. Das wollen wir natürlich als Leihspieler auch wissen, ist ganz klar. Und ja, gegen wen dürfen wir im Viertelfinale vom DFB-Pokal spielen? Ach, Elfmeter. Aber wir führen. Okay. Wo schießt du hin? Willst du springen oder so? Hallo? Also ihr glaubt mir vielleicht nicht, wenn ich hier sagte, okay, ich habe in die Richtung gedrückt, aber ich habe in die Richtung gedrückt. Ah, schon wieder Elfmeter, okay. Vielleicht kann ich diesmal euch beweisen, dass ich in die richtige Richtung drücke. Oder generell, dass ich überhaupt drücke. So, komm schon. Okay, diesmal habe ich in die falsche Richtung gedrückt und er ist nicht gesprungen. Das finde ich auch ein bisschen dämlich, aber beim letzten Mal, gut. Komisch, was passiert hier? Ah, 2-2, aber ein Alleingang. Aber da sind wir Profi drin. Wir lassen ihn warten, der hat auch nochmal die Abspielmöglichkeit und alles richtig gemacht. Und es sind 2-2, zwei Unentschieden jetzt hintereinander. Das muss auch nichts Schlimmes bedeuten. Das heißt aber auf jeden Fall erstmal ungeschlagen durch die Hinrunde, auch wenn wir jetzt insgesamt ja mal ein paar Punkte haben liegen lassen. FIFA und der Spielplan, die sind so cool. Gegen Bielefeld haben wir ja gerade schon im Spiel vor Magdeburg gespielt. Jetzt als erstes Rückrundenspiel spielen wir auch gegen die. Da sind wir aber nur auf der Auswechselbank, das heißt, das simulieren wir. Aber bevor wir das machen und dann in die Wintertransferphase starten, die erstmal irrelevant wird vielleicht ein bisschen, aber schauen wir mal, wie es bei uns als Leihspieler ausschaut, ob es da vielleicht doch was gibt. Sehen wir hier auf die Tabelle und sehen, das sieht richtig gut aus. Hertha auf Platz 6, meine Braunschweiger Eintracht. Oh, Platz 16. DFB-Pokal, aber das ist ja natürlich nochmal relevant. Oh, Hamburg gegen FC Bayern München. Ja, da noch weiterzukommen. Wir haben ja mal kurz über Europa nachgedacht, aber gut, ich meine, du musst halt einfach der Beste in mehr oder weniger in Deutschland sein, um, stimmt vielleicht nicht so richtig, um halt den DFB-Pokal zu gewinnen. Aber ungefähr ist es ja tatsächlich so. Also du musst an allen vorbeikommen und dann ist es halt jetzt irgendwie München als nächste Hürde. In der Fußball-Bundesliga ist die ja, Saison für Union immerhin ein bisschen besser. Bestimmt nicht traumhaft, dass sie da auf Platz 8 sind, aber ja. Besser als gegen Abstieg zu spielen. Ja, also wie gesagt, gegen Bielefeld, das wird simuliert, weil wie gesagt, einwechseln, wir lassen uns hier nicht einwechseln. 3-0 gewinnen wir. Es ist schon der 23. Januar 2024. Ist das geil. Und natürlich geht es weiter in der Liga. Und wir müssen auch mal schauen, wann das Spiel gegen Bayern München ist und ob es dann danach auch noch weitergeht im DFB-Pokal oder nicht, das schauen wir dann. Aber ich sag mal so, es kann sein, dass nächste Folge, ja, dass wir die Saison fertig bekommen. Also wie gesagt, das ist jetzt hier gerade der 19. Spieltag, glaube ich. Ja, das ist der 19. Ja.
Ich meine, wir werden keine 16, 17 Spiele oder sowas in der nächsten Folge machen, ja. Wir haben ja auch noch DFB-Pokal, aber ein, zwei Spiele machen wir hier noch und dann so und so und so. Das ergibt sich alles so zusammen und führen hier 1-0. Das ist richtig geil, aber jetzt wird's eng. Manchmal spielen die das ja auch wirklich gut und ich mach's halt auch gut manchmal und deswegen gewinnen wir und wieder zu 0. Und das ist eine Sache, die wollte ich nochmal nachgucken. Die persönliche Statistik, weil ich glaube, ich bin momentan der beste Torhüter der zweiten Liga. Das bedeutet auch, die Laie hier bei Hamburg, die könnte sich richtig für die Karriere und für Union auch gelohnt haben, weil die bekommen einen richtig starken Torhüter zurück. Der Kalender zeigt es, wir sind Ende Januar und am 31. Januar 2024 Hamburg gegen FC Bayern München. Zum Glück sind wir heim im DFB-Pokal. Ja, die Braunschweiger tun mir richtig leid, muss ich sagen. 6 Punkte Abstand, das war schon mal höher, also man darf auch nicht nachlassen, aber die haben auch schon ihren 20. Spieler gemacht. Ja, Punkte sammeln jetzt mal wieder, ne? Sehr schön, das geht schon mal gut los, 1-0. Und Elfmeter, aber 2-0. Na komm, jetzt will ich ihn mal wieder halten. Ist natürlich nie leicht. Aber das sagt auch keiner, aber er springt immerhin in die falsche Ecke. Davor ist er immer nie gesprungen. Besser als, ne, finde ich besser. So, aber er fliegt natürlich auch trotzdem. Mann, ey, das ist aber heute gar nicht mal so gut, was ich hier mache. Was mit dem Thema Elfmeter. Und 2-2, weil er da irgendwie noch an den Ball kommt. Nein, ich bin nicht parteiisch, dass ich die Braunschweiger jetzt hier irgendwie zu Punkten kommen lassen will oder so und extra deswegen die Bälle nicht halte. Tatsächlich ist dem nicht so. Aber Hamburg und zweite Halbzeit, Schlussphase, seid mal wieder krass. 4-2. Ja, und das war's mit dieser Folge. Das Viertelfinale, damit geht's direkt zum Start der nächsten Folge gegen Bayern München weiter. Ich freue mich da schon richtig drauf. Abonnieren, um das natürlich nicht zu verpassen. Lasst eine Bewertung auch noch da. Die Playlist dieser Torwartspielerkarriere habt ihr hier natürlich auf der rechten Seite auch. Und hier drüber noch ein weiteres Karrierevideo, Leute. Schaut da auch mal vorbei.